Herzlich willkommen in Anis Welt. Auf dem Weg zu einem neuen Dolmen wurde ich von Hinweisschildern zu einem anderen Dolmen, dem Großsteingrab an der Kölkedose, geführt. Dieses Steingrab liegt in der Kölkedose auf dem Weg nach Hüven. Mitten in einer großen Ackerfläche befindet sich dieser stark zerstörte Dolmen. Ursprünglich sollte dieses Grab auf einem 14 Meter langen Hügel, der in West-Ost-Richtung ausgelegt war, gestanden haben. Das Grab soll ebenso lang gewesen sein, 12 Meter breit und 1 Meter hoch. Bei Kultivierungsarbeiten 1936-37 wurde dieser Hügel von einem Dampfpflug in West-Ost-Richtung durchpflügt. Im Jahre 1953 wurde von der Archäologin Dr. Elisabeth Schlicht das Großsteingrab und auch Teile des Hügels ausgegraben. Zu den 12 großen Steinen, die noch sichtbar waren, konnten so 2 hinzugefügt werden. Vielen lieben Dank, Frau Schlicht. Nur wenige Steine stehen noch an ihrem ursprünglichen Platz. Einige fehlen ganz. Die Kammer soll eine lichte Weite von 5,5 mal 1,7 Metern betragen haben. Der äußere Steinkreis fehlt gänzlich. Offenbar wurde diese Anlage mit einem großen Abstand von 1500 Jahren immer wieder für Bestattungen genutzt. Urnenreste lassen auf eine Nutzung in der vorrömischen Eiszeit schließen. Insgesamt wurden 18 Brandbestattungen vom Landkreis Emsland aus diesem Hügel untersucht. Bedauerlicherweise wirkt diese Anlage sehr kümmerlich. Das Hinweishäuschen steht ohne die Beschreibung herum und es scheint sich schon seit Ewigkeiten niemand mehr um diese Anlage gekümmert zu haben. Ebenso wird in dem Hinweisschild, das achtlos auf dem Boden herumliegt, nicht über die Bohrungen, die offenbar auch hier stattfanden, gesprochen. Trotz dieser gesamten Umstände fühlt man die starke Kraft des Dolmens immer noch. Ort echt unheimlich anhören. Oder auch die Zerstörung mittels Bohrungen und Dampfflug nichts. Selbst die Bäume sterben an der Seite ab, die dem Dolmen zugewandt ist, wie man hier auf den Bildern sieht. Wahre Stärke kann durch nichts zerstört werden. Die Zerstörungswut, die an diesem Dolm stattfand, hat mich sehr betroffen gemacht. Und immer wieder drängt sich die Frage auf, was hatte man gegen harmlose Steingräber? Ich hoffe, dir hat mein Beitrag trotz des zerstörten, aber immer noch kraftvollen Dolmen gefallen. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, findest du meine Kontodaten in der Infobox. Vielen Dank für die Spenden, die mich schon erreicht haben. Bis zu meinem nächsten Beitrag. Alles Liebe, deine Ani.